frech, hinterfotzig, hintersinnig und kohlrabenschwarz. Weißt du, ich wollte was erreichen für Hinterfing. Und jetzt bin ich der allerletzte Depp. Mein Vater, der das Erbe versteckt, Schulden, Pfändung. Marie, das ist doch kein Leben. Du, ich kann auch wieder arbeiten gehen. Das sag ich doch gar nicht. Gut, dann entspannst du dich jetzt mal, sonst wird das hier nichts. Okay? Mhm. Hör auf, ans Geld zu denken. Nein. Okay. Ah! Alfons, ich bin's. Mama, das ist doch nicht mehr dein Schlafzimmer. Jetzt sei doch nicht das so. Das ist eine typische bayerische Serie. Also nein, das ist falsch. Es ist eine bayerische Serie, aber es ist eine völlig ungewöhnliche, neue bayerische Serie, die anders erzählt, die sehr jung ist, die das Dorfleben in einer Form präsentiert, wie Sie es wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Hinterfing, die neueste Serie beim Bayerischen Rundfunk. Frech, hintersinnig, hinterfotzig und total kohlrabenschwarz. Wir waren bei der Preview im Cadillac-Kino dabei. Was ist anders? Wie es aussieht, die Bilder sind anders, die Geschichte ist sehr speziell, die Figuren sind sehr genau ausgearbeitet und wie sie zueinander stehen. Es ist sehr spannend, es ist eine Komödie und es ist schwarzer Humor gleichzeitig. Und es ist brutal auch. Es ist frech, es ist abgründig, es ist tragikomisch, was ja jetzt bei uns in Deutschland nicht so eine Tradition hat. Entweder es ist komisch oder es ist tragisch, weil die Figuren sind immer so am Schwebebalken. Ist jetzt eigentlich komisch, ist es zum Lachen oder sie kippen jetzt runter und es geht schon in sehr dunkle Bereiche. Wir haben schon unsere Abgründe. Ich darf jetzt Feierabend machen. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Angie. Übrigens, das haben sie gut gemacht. Eine eigene Autobahnausfahrt, das muss man doch unterstützen. Und da können sie uns bald überrollen. Danke. Das wird super mit dem Donau Village. Mit so einem Projekt im Kreuz, da brauchst du eigentlich gar keinen Wahlkampf mehr machen. Angie. Irgendwelche Erfahrungen, früher so mal einen Joint geraucht oder so? Also einen Joint geraucht, also das ist mir schon passiert, aber nicht damals, nein. Hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, gar nicht, ja. Und das ganz wenige Mal, wo ich mal einen Zug gemacht habe, ich war einfach so, entweder es passiert gar nichts oder es wird mal schlecht. Also wenn man, sagen wir mal so, als Münchner aufgewachsen ist, dann und man will betrunken sein, dann möchte man auch schon gern den Weg dorthin beobachten. Und das geht mit Haschisch, glaube ich, gar nicht. Der Maximilian Brückner hat es heute im Interview sogar mit House of Cards verglichen. Da ist ja die Messlatte ganz schön hoch. Ja, wir haben, also man muss sich, glaube ich, hohe Messlatten setzen, wenn man was erreichen will. Man kann dann auch dran scheitern. Ich weiß jetzt nicht, mit welchen Serien wir uns jetzt wirklich am Ende vergleichen dürfen. Aber wir haben natürlich erstmal uns die größten Vorbilder ausgesucht und uns davon inspirieren lassen, aber dann natürlich schon auch einen eigenen Weg gesucht. Guten Abend, Polizei. Oh, mach die Funzel aus, du Depp, das blinkt wie Sau. Zischel, was machen Sie da? Ja, na, was schaut's denn aus, hä? Inspektion vom Bau. Nun, es riecht fest. Meine Frau hat ihm was warm. Aber ja wohl nicht mit dem Auto. Ja, mit was denn sonst, hä? Jetzt mach halt die blöde Funzel aus. Eigentlich müsste ich Sie jetzt ja verwarnen, ne? Weil Sie in Ihrem Zustand bis hierher gefahren sind. Aber Sie haben Glück, ich bin nicht im Dienst. Und nur deshalb drücke ich jetzt mal beide Augen ganz fest dazu. Oh, das ist so freundlich, Herr Wachtmeister. Vielen, vielen Dank. Polizeiobermeister, gern geschehen. Aber der Wagen bleibt stehen, haben wir uns verstanden? Ja, in der Serie ist es anders. Dass es ganz schwarzhumorig ist und auch etwas düster erzählt ist und dass es was ganz Außergewöhnliches ist, was da passiert in der Welt von Hinterfing. Hinterfing muss man sich unbedingt anschauen, weil es total anders ist, wie alles, was man bisher so an Serien gewohnt ist. Also an deutschen Serien, sagen wir mal. Das finde ich super. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt von Vips in the City, abonnieren nicht vergessen.